Ich bin die Iris, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Wien, studiere Theater, Film und Medienwissenschaften, bin jetzt im 6. Semester und wahrscheinlich auch im letzten Semester und beginne dann im Oktober mit einer Schauspielausbildung. Also die Diagnose wurde schon sehr früh gestellt, also mit ein paar Monaten. Neurofibromatose ist ein genetischer Defekt, der besonders die Nerven und die Haut betrifft und dort gibt es auch ein höheres Risiko an Tumorbildungen. Es können genauso motorische und kognitive Schwierigkeiten auftreten und betrifft das ganze Leben. Es ist wichtig, dass das Thema nicht ignoriert wird und dass man offen damit umgeht, dass es nicht schlimm ist und dass es nicht normal ist, aber dass man halt so ist und dass man nichts dagegen tun kann und dass es genauso schöne, aber auch schlechte Seiten mit sich trägt. Aber man ist keine andere Person, nur weil man Café-au-lait-Flecken trägt oder weil man einen genetischen Defekt hat. Ich bin relativ gut betroffen, sage ich einmal. Und ich muss hin und wieder zu Untersuchungen gehen, wie zum MRT oder die Sonographie. Aber sonst kann ich ein ganz gewöhnliches Leben führen, was auch immer ein gewöhnliches Leben ist. Besonders die Unklarheit und dass ich nie weiß, was in der Zukunft sein wird. Und oft habe ich wegen jeder kleinen Migräne Angst, dass irgendwas falsch sein könnte oder irgendwas gerade in meinem Gehirn herumläuft. Und ja, es sind dann die Sorgen, die so rasch kommen und wegen Kleinigkeiten. Grundsätzlich möchte ich einfach ein schönes Leben führen und nicht so viele Sorgen haben und vielleicht auch einmal eine Familie gründen, was natürlich durch Neurofibromatose auch erschwerlich ist, weil ich ja zu 50% das Gen weiter vererben kann. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, möchte ich, dass meine Kinder zu 50% Neurofibromatose haben könnten? Und ja, aber das liegt noch fern in der Zukunft. Also ich bin eine Kämpferin und ich glaube auch Neurofibromatose trägt dazu bei, dass ich so einen kämpferischen Instinkt habe und dass ich nicht aufgebe und immer selbstbewusster werde und mutiger und positiv. NF-Kinder hat mir geholfen, Anschluss zu anderen zu finden, die genauso betroffen sind mit Neurofibromatose und mir das Gefühl zu geben, dass ich nicht alleine bin. Neurofibromatose ist eine heimtückische Krankheit. Die Liste der Symptome ist lang. Helfen Sie uns, Neurofibromatose durch Forschung zu besiegen.